Hallo meine Freunde der Macht und willkommen zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed 2 mit dem Len16 und mit dem Drachenburschen, das bin ich. Endlich ist es soweit, es ist jetzt über ein Jahr her, dass ich Force Unleashed 1 gespielt habe und deswegen wird es auch langsam mal Zeit, dass wir Force Unleashed 2 spielen. Mittlerweile auf der Xbox, ja, wir haben jetzt die Xbox-Version, weil die PC-Version bei mir nicht funktioniert. Interessiert euch aber wahrscheinlich gar nicht, ihr wollt schließlich das Spiel sehen und wir auch und deswegen fangen wir auch einfach an und starten in das Intro. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars war da damals. Damals. Damals wie heute. Aber jetzt geht's auch. Wir hatten hier einige Probleme, das alles hinzubekommen, technisch, aber jetzt läuft. Jetzt rennt der Hase oder so. The Force und nicht 2. Richtig. Schön, dass du lesen kannst. Okay. Schau mal, ob ich es auch kann. Die Galaxis steht am Rande eines Bürgerkriegs. Inspiriert durch das Opfer von Darth Vaders Geheimschüler, plant eine zusammengewürfelte Rebellenallianz den Sturz des bösen galaktischen Imperiums. Imperiale Streitkräfte haben im Zuge ihrer unerbittlichen Verfolgung der Rebellen den Jedi-Ritter Rahmkote gefangen genommen. Nach dem Verlust des Generals ist die Flotte der Allianz verschwunden. Während das Imperium nach den Rebellen sucht, hat Darth Vader einen finsteren Plan ins Rollen gebracht, der dem Vermächtnis seines Schülers ein Ende setzen soll. War doch gar nicht mal so schlecht, oder? Nö, also wir machen Fortschritte. Es wird besser. Noch 10 Mal und wir haben's. Also, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Ja, bitte. Nee. Jetzt machen wir schon weiter. Klappe kriegen wir hin. Klappe zu. Ja. Klappe zu, Mund zu halten. Ja, erster Wortwitz war schon nach 2 Minuten. Yay. Top, oder? Klappe zu, Affe tot. Nee, Drache tot. Nee, zum Glück, ja, zum Glück lebt der Drache noch. Das ist auch ein schönes Intro. Es zieht sich immer so lange, da kann man so schön viel erzählen noch. Mm. So viel Sinnvolles, was wir auch gerade machen. Ja. Und das Obligatorische nach unten schwenken. Genau. Auf ein fliegendes Schiff, meistens. Meistens, ja. Zum Beispiel Darth Vaders Fluggerät ist das, was wir da gerade sehen. Der X1, oder? X1 war es, ja. Der Teil X1 Turbojäger ist das. Wenn ihr es genau wissen wollt. Oh ja. Yeah. Damit landet... Ist es Darth Vader? Ich glaube, es landet Darth Vader am Anfang. Das werden wir gleich erfahren. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Du bist der Einzige. Ja, ich weiß, ich habe es durchgespielt. Der Einzige hier im Raum. Von diesen ganzen Leuten, die hier im Raum sitzen. Und den ganzen da. Genau. Ja, es ist Vader. Mit dem imperialen Marsch im Hintergrund. Gott, wie ich diese Musik liebe. Ich hoffe, es ist okay, wenn wir zwischen Sequenzen reinquatschen, wenn die gerade nichts sagen. Hoffe ich doch. Werden wir ja sehen. Du lebst. Wie lang dieses Mal? 13 Tage Isolation. Beeindruckend. Die Macht gibt mir, was ich brauche. Die Macht? Die dunkle Seite, mein Meister. Komm. Starkillers Jedi-Mentor wurde gefangen genommen. General Kota. Ja. Nach Abschluss deiner Ausbildung wirst du nach Kato Naimoidia reisen und ihn exekutieren. Vader glaubt, er hat dich. Doch ich spüre die Zukunft. Vader wird nicht immer dein Meister sein. Du wirst noch von Visionen verfolgt. Ja, Meister. Ich rieche einen brennenden Wald. Ich sehe den General fallen. Ein Raumschiff schlägt neben mir auf und der Boden bebt. Ich höre eine Frauenstimme beim Einschlafen. Die Erinnerungen eines Toten. Eine Nebenwirkung des Klonprozesses und der Erinnerungsfetzen, die zu deiner Ausbildung benutzt wurden. Sie werden verblassen. Und wenn nicht, dann hast du keinen Nutzen für mich.
Starkillers Emotionen machten ihn schwach. Du musst zerstören, was er erschuf. Und du musst hassen, was er geliebt hat. Zum Beispiel die gute Juno. Oh, badass. Vader ist badass. Hier lernen wir erstmal wieder die Steuerung anfangen. Wir müssen hier X drücken, um mit dem Lichtschwert anzugreifen. Mittlerweile haben wir zwei Lichtschwerter geerbt. Im ersten Teil hat man ja nur eins. Ist aber deutlich cooler mit zwei Lichtschwertern. Auf jeden Fall, ja. Das heißt aber nicht, Attacken dass machen. Das Spiel unbedingt besser ist. Nee, aber du hast es ja noch nicht gespielt. Du darfst nicht so kritisch sein. Du musst jetzt hier objektiv an die Sache rangehen. Entschuldigung, ich wende mich da gerade an Einschätzungen von Experten. Ach so. Ja. Ach so. Unter anderem unterschiedliche Printmedien. Ja, nicht nur Printmedien, auch Online-Medien. Das Spiel hat damals ziemlich schlechte Bewertungen bekommen und wir wollen jetzt mal schauen, warum das so ist. Das machen wir ja gerne. Ja, machen wir gerne, Siehe die Herr der Ringe, die Eroberung. Ja, Herr der Ringe, das war mal lustig eigentlich, das hat Spaß gemacht. Ja, also, hoffen wir mal, dass es hier auch so ist. Ach ja, ich mache hier die ganze Zeit X, das bringt wahrscheinlich gar nichts, weil ich muss hier mal den Machtschub euch zeigen. Ja, Machtblitz wäre auch cool. Ja, das macht mir gar nichts aus, wenn die mich hier angreifen. Machtblitz ist auch nicht schlecht. Kann man sogar mehrere normalerweise blitzen, wenn man das verbessert irgendwann. Ja. Also so einen Kettenblitz machen. Kettenblitz, Alter. Geblitzt. Ja, eine Herausforderung haben wir freigestellt. Es gibt nämlich im Menü auch noch so Herausforderungen, die sind aber nicht so nur mäßig spannend. Halt! Nicht! Juno? Ja. Streck sie nieder. Ich kann nicht. Du kannst. Du wurdest erschaffen, mir zu gehorchen. Dann ist es, wie ich befürchtete. Warum geschieht das mir? Der beschleunigte Klonprozess ist noch fehlerhaft. Deine Vorgänger wurden innerhalb von Monaten wahnsinnig. Ich glaubte, du wärst der erste Erfolg. Doch dir steht dasselbe Schicksal bevor. Was werdet ihr mit mir tun? Das hat er mit ihm im ersten Teil gemacht. Das hat er auch im ersten Teil, der Starkiller, mit ihm gemacht später. Wobei, nee, nicht mal eigentlich. Doch. Ja, aber das Spiel baut ja auf dem guten Ende vom ersten Teil auf. Also wo Starkiller am Ende stirbt und der Rest gerettet wird. Das ist auch im guten Ende. Das ist bevor man zum Vader runterspringt. Stimmt, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob ihn da so viel blitzt. Na gut, wir springen auf jeden Fall hier auf Kamino aus dem Fenster. Schöne einfach mal ein bisschen fliegen. Ins Blaue springen wir im wahrsten Sinne des Wortes. Einmal ein bisschen wie Saiyajin fühlen. immer wieder schön hier. Boom, boom. Aua, das hat weh getan. Ja, dabei bin ich hier am Controller, der mich ja hart in der Hand vibriert. Ja. Und wir haben den Erfolg gekriegt. Juhu. Umwerbende Jan Starkus-Medaille haben wir bekommen. Wow. Die habe ich mir schon immer gewünscht. Ja, gell? Ja. Komm direkt, du blöder TIE Fighter. Tarantel oder wie er auch noch sonst noch genannt wird. Du machst nichts anderes als B-Drücken, oder? Nö. Nach vorne, ich lege den noch ein bisschen zur Seite ab und zu mal. Oh, okay. Gut. Wutz, das war ein Einschlag. Ja. Ein Objekt ist ausgebrochen. Abriegelungsmaßnahmen eingeleitet. Angriff! Ein Objekt, das klingt auch sehr freundlich. Ja, das muss dann ein Kaminoaner gewesen sein. Ja, richtig, die sind nicht so ganz freundlich. Aber nee, das war kein Kaminoaner, das war glaube ich ein Imperialer. Die Kaminoaner, die reden anders. Ja, ich weiß. Kaminoaner. Ich sag's mal falsch. Fängt schon toll an. Da Kaminoaner. Kaminoaner, doch, Kaminoaner sprechen. Kaminoaner. Kaminoaner. Ah, da kommt noch mehr. Wir sind auf Kamino und trotzdem gehört das dem Imperium. Ja, ich weiß nicht. Zumindest haben sie ihre. Ja, gut, die Truppen sind halt da. Ja. Wobei, stimmt, müssten ja eigentlich keine Klontruppen mehr sein. Es müssten jetzt schon Sturmtruppen sein. Sind vielleicht noch ein paar Überreste von den Klontruppen. Ja. Das ist ja noch nicht so lange her. Die sehen mir aber noch immer noch nach. Nein, es sind schon Sturmtruppen. Es sind schon Sturmtruppen, doch, es sind Sturmtruppen. Ja. Aber wir können übrigens auch sprinten. Dann geht das Ganze hier ein bisschen schneller zu. Oh, ich bin ja hier fast am Verrecken, sehe ich gerade. Ja. Aber Gott sei Dank treffen die Sturmtruppen genauso sicher wie im Film. Ja, genau. Das ist super. Oh, da wäre ich fast runtergefallen. Beziehungsweise wie in den Filmen. Filmen, ja. In der Saga. In der Saga.
epische. Ja, aber es gibt auch mittlerweile mehrere Sagen von Star Wars. Drück X, einen Gegner zu packen. XA. XA oder YB? Wow, das ging tief. Ja, ich glaube, die Attacke ist cool. Die killt, glaube ich, auf Anhieb. Ja. Aber Sturmtruppler, glaube ich, werden sowieso mit einem Schlag getötet. Naja, ich weiß gar nicht. Aber das hier ist die andere Attacke. Da kann man sie hochjagen. Oh, Arm ab. Ja, Arm ab. Deswegen ist das Spiel auch ab 16 im Gegenteil zu Teil 1. Teil 1 war ja damals noch ab 12. Ja, da gab es auch keine Arm ab. Genau, da war der Arm dran. da waren die Sturmtruppen noch Arm dran, ja. Ich kann auch mein Lichtschwert werfen. Das ist gut. Eines meiner Lichtschwerter. Ich weiß gar nicht, warum man nur eins wirft. Hat hier noch von TIE Fightern beschossen. Sehr nett übrigens. Kamino ist auch ein schöner Planet. Ihr seht hier viel Wasser. Gut, seht ihr nicht. Also normalerweise ist da unten viel... Aua! Ja, wir sind halt in der höchsten Etage. Ja. Da unten drunter ist halt noch Stadt. Ich finde diese... Die Kuppeln? Ja, die Kuppeln, die sind cool. Mhm. Früher war hier ja auch alles mal Landmassen. Also da war nicht nur immer hier Wasser. Das war mal alles anders und schöner. Und dann gab es die globale Erderwärmung, beziehungsweise globale Kaminoerwärmung. Kaminerwärmung, ja. Hat einen Kamin angezündet. Ja. Nee, das war, glaube ich, eine Gletscherschmelze oder sowas, wenn ich mich recht erinnere. Die dafür gesorgt hat, dass hier alles... Jetzt bist du ohne Schwerter. So. Nee, nicht mehr. Dass hier alles überflutet wurde und dann mussten sie halt weiterziehen. Beziehungsweise haben ihre Gebäude halt so gebaut, dass sie aus dem Wasser rausragen. Und seitdem regnet es ununterbrochen? Nee. Also es gibt auch Regen, es gibt so Regenzeiten und Nicht-Regenzeiten. Und zum Beispiel bauen tun sie zum Beispiel nur an den Häusern, wenn es gerade nicht regnet. Wie komme ich hier durch? Achso. Wie im ersten. Wie im ersten, ja. Die Tür funktionieren ähnlich wie im ersten Teil. Wenn man so will, die Türen. Ah, komm, geh weg. Geh weg. Macht übrigens Spaß, die irgendwie umzunieten. Ja, ich bin gerade am Controller, also wenn wir versagen, bin jetzt in dem Fall ich schuld. Richtig! Da hättest du jetzt noch hinterher schlagen können. Hätte ich, ja. Ja, hätte Fahrradkette. Ja. Aber es ist schon echt interessant, dass diese kuppelförmige Architektur, die sie da haben, dass sie die schon immer hatten. Also auch schon vorher, bevor sie hier... Ja, die hatten sie schon immer, das ist so ihre... Ich dachte, das wäre so speziell konstruiert worden für den Regen, für die Regenzeit. Nee, das war eigentlich lustig, das hatten sie vorher schon, das war einfach so ihre Art der Architektur. Und dann, ja, beim Regen war es natürlich ganz praktisch, weil das Wasser dann da abfließen kann. Das war eigentlich eher so, ja, Zufall. Denke ich mal. Zufall. Reiner Zufall, ja, nichts geschieht aus Zufall, ich weiß schon. George Lucas Zufall. Ja, genau. Hier müssen wir auf jeden Fall was rausziehen, das kennen wir auch aus dem ersten Teil schon. Ja. Sehr weit rausgezogen. Oh, ein Holocron? Ein Holocron, ein rotes. Normalerweise waren die ja immer gelb im ersten Teil, aber hier gibt es verschiedene Holocrons, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Schwertkristall. Oh. Jawoll. Gleich ein Schwertkristall. Ach, ich finde meine roten Kristalle ganz gut gerade. Oh. Wenn wir ein paar mehr haben, machen wir es mal. Oh. Hier kann man übrigens auch Doppelsprung machen und dann noch einen Weg nach vorne, um weiterzukommen. Ja. Ordnungssoldaten. Die sind nochmal eine Nummer härter, aber die kannst du einfach runterschmeißen. Das ist das Beste. Ja, auf Kamino ja. Auf Kamino ja. Ja, meistens kann man die Gegner eigentlich irgendwo runterschmeißen. Das funktioniert eigentlich fast immer. Dürftest sie aber auch mal loslassen, damit sie fallen. Echt? Das macht oder hau sie einfach BAM auf den Boden. Nee, ich mach ihn weg, schau. Ich lass ihn fliegen. Oh. Gute Reise, aber er schreit noch. Also ganz gute tot Besserung. War er noch nicht. Oh. Ja, ich sag dir gute Reise, nicht gute Preise. Verwechselst du irgendwas. Mir fehlt diese Attacke, die er... Aua. Die er macht, wo er die Gegner so in alle Richtungen schlägt. Also wo er so eine... Macht-Kombo hast du wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet. Nee, wahrscheinlich nicht. Lichtschwertangriff, ein Machtschub. Ach, das kann man natürlich alles kombinieren, wie ihr seht hier. Ja. Ach doch, ja, du hast schon ziemlich viele. Ja, eigentlich müsste er eigentlich alle... Eigentlich müsste er alle Kombos. Seine Fähigkeiten fast haben, die er im ersten Teil hat. Ist zwar nur ein Klon, aber... Naja. Nur ein Klon? Nur ein Klon, ja eben. Starkiller ist jetzt ziemlich mächtig. Es ist ein kaminoanischer Klon. Eben. Und die sind ja bekanntlich die besten Kloner der Galaxie. Mhm. Müssen sie ja auch machen. Schließlich verdienen sie ihr Geld damit, dass sie klonen. Also sie klonen ja alles Mögliche. Die klonen ja nicht nur Klonsoldaten. Also sie haben nicht nur die Soldaten, sie haben ja auch alles Mögliche. Zum Beispiel für Minen oder sowas haben sie auch teilweise welche geklont. Also für irgendwelche Minenkolonien. Echt? Ja, damit die halt... Ja, billige Arbeitskräfte. Ja, ich meine, der Planet hat auch weniger Rohstoffe, weil der muss hier alles importieren. Naja, billige Arbeitskräfte, so ein Klon ist schon scheiß teuer. Ja, kommt drauf an, mit wie viel Sorgfalt er hergestellt wurde. Sagen wir es mal so, oh, Skykiller sind wir jetzt schon, nicht Skywalker, Skykiller. Ich würde natürlich vermuten, dass auf Klonen das Menschenrecht nicht angewendet werden kann und deswegen sie billiger sind. Ja, mit Menschenrechten haben sie es hier in Kamino, glaube ich, eh nicht so ganz ernst genommen. Also wenn da die Klone ihnen nicht so passen, da... Die sehen sie auch nur als Produkte an, die Klone, also das ist schon nicht so nett. Also sie haben auch irgendwie so strenge Qualitätskontrollen und sowas. Und wenn da mal einer in ihrer Meinung fehlerhaft ist oder so, dann wird er auch gleich umgebracht, beziehungsweise... Ja, normale Produktkontrolle halt. Ja,
Es ist halt krass, dass da diese, ich meine, es sind ja auch Menschen, dass die da wie so Produkte gehandhabt werden. Ich weiß nicht, ich mag die Kaminoaner sind schon so eine, ja, naja, es gibt nette Spezies in Star Wars und es gibt Kaminoaner. Also diese Feuerdinger sind irgendwie gefährlich, gell? Ja, aber die sahen so richtig realistisch aus, nicht. Aber ich finde, man sieht es gar nicht mal so krass, dass wir die Xbox-Version spielen und nicht die PC-Version. Es geht ja eigentlich noch. Das Spiel schaut einfach wahrscheinlich. Es sieht besser aus als der erste Teil, finde ich. Ja. Du hast schon wieder ein Schwert gefunden. Das ist zu einfach. Ja. Zu einfach. Viel zu einfach. Macht Schub. Alle mal da rein. Oh ja. Sag mal, mit Kamfetti. Oh Gott. Kamm ist ein gutes Stichwort. Das erinnert mich daran, dass man einen männlichen Kaminoaner daran erkennt, dass er so einen Kamm auf dem Kopf hat. Deswegen Kaminoaner. Deswegen heißen die so. Genau, nicht weil ihr... Ihr Planet war. Ja gut, aber sie heißen ja... Der Planet, glaube ich, heißt nicht mal Kamino. Es ist, glaube ich, immer in Star Wars nach der Sonne benannt. Echt? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Also auf... auf jeden Fall... welches System war das? Also in dem Fall heißt es wirklich der... Der Planet wirklich Kamino? Ich glaube, der Planet heißt schon Kamino, ja. Ist schon der Planet, der Kamino heißt. Mir fällt gerade nicht an, aber im Film ist auf jeden Fall... Ja, es gibt schon so ein paar Systeme, ja klar. Ja genau, Systeme und da wird halt der... Gewohnte Planet heißt halt dann genauso wie das System. Ja, ist aber zum Beispiel. Ja, klar, aber ich glaube, der Planet heißt schon. Ist aber auch das Kamino-System. Ja, eben. Aber der Planet heißt, glaube ich, auch. Vielleicht wurde das System nach dem Planeten benannt. Tja, das wissen wir nicht. Alles wissen wir auch nicht. Wäre ja auch schlimm, wenn wir alles wissen würden, oder? Ja. Ich meine, Tatooine wäre nach der. Ich meine, Tatooine würde die Sonne Tatooine heißen und deswegen der Planet Tatooine. Das kann natürlich sein. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Nee, Tatooine hat ja mehrere Sonnen. Das ja, eben, ja zwei Sonnen. Binary Sunset. Eine und sowas. Tet und eine Uin. Ja. Uin. Weil da nur Ruinen sind, haben sie gedacht, na, Tet reicht nicht. Ja. Ich kann mal wieder Kenzie Tet spielen. Toad spielen. Kennen Sie Starkiller? Kennen Sie Starkiller? Ich glaube, die Klontruppen hier kennen uns mittlerweile. Oh, der war schön, gell? Oh! Ja, ich lerne dazu, richtig coole Attacken zu machen mittlerweile. Das ist gut. Wow. Ja, der war nicht so gut, da habe ich ein bisschen verkackt. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ah ja. Aber ich vorhin übrigens noch von Kamm geredet habe, von den Kamminoanern. Das ist ein Knorpelkamm und das ist so ein Überbleibsel der Evolution. Evolution. Also, als wir eben mal im Wasser gelebt haben, ist das noch so ein Überbleibsel davon. Na komm her. Die haben mal im Wasser gelebt. Cool. Also Kaminoaner sind also sozusagen Fische. Das weiß ich jetzt auch wieder. Jetzt laber ich schon wieder Zeug und hab wieder keine Ahnung, das ist schon wieder typisch. Lass es doch da recht stehen. Meinst du? Ja. Also auf jeden Fall. Ja doch, die kommen glaube ich sogar aus dem Ozean. Also muss es ja schon früher Ozeane gegeben haben, aber irgendwann ist es wahrscheinlich dann so viel gestiegen. Wenn Landmasse ist, ist auch irgendwo nicht Land. Ozean, richtig, genau. Und dann ist es so weit gestiegen. Wahrscheinlich haben sie erst im Ozean gelebt, sind dann an Land gegangen und dann. Und dann hatten sie Pech und dann war wieder überall Ozean. Genau, und dann wollten sie nicht wieder in den Ozean rein, sondern haben gedacht, nee, über dem Ozean ist besser und haben sich dann ihre Türmchen gebaut. Genau. Ja, ich glaube, wir kommen der Sache näher langsam. Gefährliches Halbwissen. Ja, genau. Da werden wir wahrscheinlich wieder gelyncht in den Kommentaren dafür. Ah ja. Das sieht interessant aus. Sieht man sogar das Wasser unten. Ja, ich weiß, da wird... Wende Machtgriff an, um den Ventilator zu stoppen. Ich mach's mal ein bisschen langsamer. Damit wir auch durchkommen. Ja. Tipoca City sind wir, glaube ich, hier auch. Ich hoffe jedenfalls, dass wir hier sind. Jedenfalls ist das die Hauptstadt von denen. In welcher Stadt landen sie im Film? Tipoca City, das ist die Hauptstadt. Okay. Es gibt da mehrere Kolonien. Es wird ja im Film, glaube ich, nie gesagt, dass das Tipoca die City ist. Ja, das doch, wahrscheinlich, ich weiß nicht. Glaube nicht. Was ich ein bisschen unlogisch finde, ist eigentlich, dass die Fenster hier sind eigentlich überall aus Transparistahl gemacht. Stahl vor allem, Glas. Nee, doch, ist schon Stahl. Ist ein Stahl. Transparistahl. Transparistahl. Und das heißt eigentlich, normalerweise müsste das Zeug alles abhalten. Oh, die halten sich sogar fest, das ist lustig. Oh. Komm, drei. Müsst du dich nicht mehr komm, festhalten? Komm, jetzt ein Ja. Nee, das sieht geklappt. Sehr nach Stahl aus. Genau, ja, nee, es ist auch wirklich ein Stahl. Nur halt so ein durchsichtiger Stahl. Ja, hier im Spiel halt nicht. Ja, das ist irgendwie unlogisch, weil eigentlich sind die Fenster auf Kamino daraus gebaut, damit da halt nicht das ganze Zeug durchkommt. Weil eigentlich ist dieses Zeug ziemlich beständig, also ist ein sehr hartes und komplett durchsichtiges Baumaterial. Ja. Kann ich den da runterschmeißen? Ja, doch. Ja. Wie weit kann ich ihn eigentlich rausheben? Weiter geht, glaube ich, nicht mehr. Oh! Und man sieht ihn nicht mehr. Er war nicht mehr gesehen. Ja, also normalerweise wird dieses Glas, was ich da gesagt habe, das Transparistahl,
Zeug wird normalerweise, also sag ich Stahl, es ist Stahl, kein Glas, wird normalerweise verwendet für, keine Ahnung, für alles Mögliche eigentlich, also für Zeug, was halt richtig hart sein muss, zum Beispiel irgendwie Kanzeln bei der, also Brücken bei den großen Star Wars Fliegen, also bei Sternen, okay. Zerstören oder sowas, das wird alles, oder, ja. Ach so, okay. Weil das Zeug halt Blasterschüsse und sowas alles abhalten kann. Deswegen wundert es mich auch, dass man hier nur durchkommt, weil normalerweise... Nein, es macht halt Spaß, jemanden durchs Fenster zu werfen. Genau, genau. Normalerweise müsste man nämlich da eigentlich nur durch mit Laser, also Lichtschwert, durchkommen. Die Akkuratheit der Kulisse ist dem Schulden des Spaßes, dem Spaß... Mein Satzbau, kaputt ist er. Kaputt ist er, ja. Hm. Ein bisschen, ein ganz ein kleines bisschen. Wie Yoda ich jetzt reden tue. Ah ja, Yoda. 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 Wo muss ich denn hin?